Die Anschläge des 11. September 2001 auf das World Trade Center erschütterten die Welt. 10 Jahre danach zieht die Heinrich-Böll-Stiftung Bilanz und lud zur diesjährigen außenpolitischen Jahrestagung in Berlin ein. Gemeinsam mit dem European Council on Foreign Relations beleuchteten Vertreter der internationalen Politik, wie sich seit 9/11 die Welt verändert hat. Zu Beginn der 2-tägigen Veranstaltung fasste Vorstand Ralf Füchs die Ereignisse der letzten Dekade zusammen. 9/11 wurde zum Katalysator für politische Entwicklungen, die eine tiefe Spur in der internationalen Landkarte hinterlassen haben. Und die meisten von uns werden heute die Einschätzung teilen, dass die Welt in diesen Jahren nicht besser und nicht sicherer geworden ist. Wir wurden Zeugen von 2 langwierigen Kriegen in Afghanistan und im Irak, die Hunderttausende Menschen das Leben gekostet haben. Beide Länder sind immer noch weit entfernt von Frieden und Stabilität. Die Bilanz von 10 Jahren War on Terror würde noch düsterer ausfallen, wäre da nicht ein Ereignis, das seit kurzem die Welt verändert. Ich rede vom politischen Frühling in der arabischen Welt, dem großen Aufbruch von Abermillionen Menschen, die dabei sind, das jahrzehntelange Joch von Despotie, Bürokratismus, Korruption und Rückständigkeit abzuschütteln. Niemand kann heute zuverlässig sagen, wie weit dieser Aufbruch tragen und wohin er führen wird. Im anschließenden politischen Dialog drehte sich alles um den 11. September und welche Lehren man daraus gezogen hat. Die kontrovers geführte Diskussion zeigte, dass das transatlantische Verhältnis sich seitdem grundlegend verändert hat. Ich glaube, dass dieses Ereignis 9/11 zu einem Zeitpunkt passierte, in dem zumindest bei unserem amerikanischen Verbündeten eine erhebliche Überschätzung der eigenen Möglichkeiten, insbesondere der eigenen militärischen Möglichkeiten, sehr populär war. Damals, es war nicht nur ein Angriff auf die Freiheit, das war ein Angriff durch die Freiheit. Weil die Terroristen die Netzwerke der Freiheit benutzt haben, die Instrumente der Freiheit, die Institutionen der freien Gesellschaft benutzt, um sie anzugreifen. But certainly there are things on inside we could have done better in order to fight terrorism. And one certainly would have been to face much more concretely the crisis in Palestine, Israel. Because that's been one of the winds that have been supporting so many of the rhetorics of Bin Laden in order to justify and trying to get so many terrorists working for him. Raum für anregende Gespräche und persönliche Einschätzungen bot der abendliche Empfang. Und auch am nächsten Tag debattierten die Referenten kritisch und engagiert. Diesmal über Regime Change und Demokratieförderung. If we look back at September 11, say from the perspective of 20 years from now or 30 years from now, we'll probably realize that it was nothing more than a brief blip. The legacy, the enduring legacies of September 11 will not be as effective or as actually as enduring as we thought they would be. Der Krieg gegen den Terror, der war und ist nicht erfolgreich, denn Krieg gegen privatisierte Gewalt, Eppler hat ja von privatisierter Gewalt gesprochen, ist nicht das richtige Mittel. Wir sind in der Region vertreten mit Büros in Ramallah, im Libanon, in Beirut, in Tel Aviv. Und wir werden in Kairo endlich ein Büro eröffnen, um so eben auch dort die Demokratisierungsprozesse vor Ort so zu verfolgen und uns natürlich, das ist das Charakteristikum der Heinrich-Böll-Stiftung, kräftig einmischen. 9/11 evokes for me tragedy for the United States and resulted in disastrous foreign policies for the United States, overreach and a violation of our values as a country. Aber eben auch die Erinnerung daran, dass an diesem Tag die Welt sich verändert hat, weil zum ersten Mal nichtstaatliche Akteure einen Staat, den mächtigsten Staat der Welt, angegriffen und verwundet haben. Und das bleibt mit uns und wird auch unser künftiges Leben mit beeinflussen.
Im Fokus des folgenden Podiums standen die transatlantischen Beziehungen und die Frage, wie EU und NATO zur Stabilität im 21. Jahrhundert beitragen können. I mean, do we have a good security architecture? I think in Europe, I mean, that architecture has been quite successful, because on our continent, more or less, we are secure. But, as I said before, I mean, there are a lot of new threats, there are a lot of new enemies, which are not so tangible as the ones that we were used to have before, that are not so visible. Wo ist der Vorschlag, der große strategische Plan der NATO für eine neue Sicherheitsarchitektur? Wir haben keinen, weil wir uns als Teil einer größeren Sicherheitsarchitektur fühlen, die selbstverständlich die Europäische Union, selbstverständlich die Vereinten Nationen, selbstverständlich andere regionale Sicherheitsorganisationen mit einzieht. Darauf ist unser gesamtes neues strategisches Konzept aufgebaut. My answer is, it is not EU or NATO, it is EU and NATO. I think the challenges today call for very efficient and very good working organizations and a collective coordinated effort. And this is, I think, where we should go to. Nach einer kurzen Mittagspause stand in drei parallel laufenden Foren das Motto Angst im Mittelpunkt der Veranstaltung. Hier wurden beispielsweise Themen wie Toleranz und Religion im Forum, Angst vor Terror oder Angst vor anderem aus verschiedenen Blickrichtungen betrachtet. I think that that's what has fundamentally changed since 9/11 is that Americans for better or for worse and for sort of real or imagined in real or imagined terms, always believed that they lived in a successful multicultural society. And that it has never really been under question or debate as it is in Germany. And I think that 9/11 shattered this perception. Es gibt nicht so etwas wie eine Art muslimische Identität in Europa. Also es gibt immense Unterschiede, je nach Herkunftsland, nach den Ländern, konfessioneller Art. Die Vorurteile unter Muslimen, in Anführungszeichen, sind mindestens so groß wie die Vorurteile von Nicht-Muslimen gegenüber Muslimen oder von Muslimen gegenüber Nicht-Muslimen. Mindestens so groß. Und unser Ziel muss es sein, dass sich die Modernisierer, die Aufklärer durchsetzen. For me personally, it demonstrates the great divide between sort of Western and Muslim societies and the goals that each of these different sort of populations have, which often are in conflict. Im Anschlusspodium der gelungenen Veranstaltung zog man Lehren für die Zukunft. Und so stand am Ende des Tages fest, dass 9/11 zweifelsohne ein tragisches Ereignis war. Nicht nur wegen der Opfer, sondern auch wegen der Art und Weise, wie darauf reagiert wurde. Selbst wenn die Bilanz der letzten 10 Jahre nicht nur positiv ausfällt, so zeigt der arabische Frühling dennoch, dass durch politische und ökonomische Modernisierungen eine gemeinsame demokratische Perspektive zwischen der westlichen und der arabischen Welt möglich sein kann. Da ich in der arabischen Welt arbeite, ist es für mich eine Bilanz eigentlich von Hunderttausenden Toten Irakern und Afghanen eigentlich eine sehr traurige Bilanz. Also für mich ist es eigentlich eine Bilanz von Einschränkungen von Bürgerrechten, Einschränkungen von oder Erstickung von Demokratisierungsbewegungen, vor allem in der Region, in der ich arbeite, in dem Rahmen des internationalen Kampfs gegen den Terror. Und deswegen bin ich ganz froh, dass jetzt pünktlich 10 Jahre nach dem 11. September es auch genuine Demokratisierungsbewegungen in der Region gibt, die das alles nochmal relativieren können, das alles auch nochmal evaluieren und infrage stellen und eventuell dann doch positiver rausgehen, als die letzten 10 Jahre für sie waren.